Okay, fangen wir nun an mit dem Looping unserer Platten. Habt ihr gerade gesehen, ich spiele jetzt hier viel mit dem Crossfader hin und her, drehe die Platte zurück, während die andere läuft. Das erkläre ich jetzt nachher gleich, wie ihr das am besten macht. Kurz noch zur Theorie. Das Looping der Tracks stammt ursprünglich von DJ Kool Herc aus den Bronx, New York City, USA. Der hat das eingeführt und auch erfunden. Das war damals so, das entstand circa 1973 rum. Er hat damals viel Funk im Club aufgelegt und hat sich gedacht, ja, wie nehme ich denn die Passagen bei den Funk-Tracks daher, dass ich die verlängern kann, damit die Leute darauf besser tanzen können. Und dann ist er auf die Idee gekommen, einfach sich zwei gleiche Platten zu kaufen und diese zu loopen. Dadurch hat er jetzt quasi dann die tanzbaren Parts verlängert. Und ja, da ist ein längeres Instrumentalstück oder längeres Musikstück, je nachdem, was er für Platten verwendet hat, ist dann daraus entstanden. Das hatte einen Riesenhype. Der Mann ist richtig dafür gefeiert worden. Es sagen sogar Historiker auch, und ich bin auch der Meinung, dass dieser Mann definitiv zur Entstehung des Hip-Hops beigetragen hat und vor allem auch zur richtigen Artform des DJing, des technischen DJing auch. Das entstand noch direkt vor dem Scratching, deswegen. Als erstes ist jetzt mal wichtig, dass wir einfach mal die Platte laufen lassen und schauen, wie weit müssen wir denn zurückziehen. Ich mache das jetzt so, ich beginne bei einem 8-Beat-Loop, gehe dann zu einem 4-Beat-Loop, dann zu einem 2-Beat und dann zu einem 1-Beat-Loop. Aber erst langsam, deswegen beginnen wir mit dem 8-Beat-Loop. Ihr nehmt, was auch immer für Tracks ihr gern dazu nehmen wollt. Ich benutze ja einen schönen Hip-Hop-artigen Track, Grooviger Swing. Gefällt mir sehr gut. Und ja, der ist 94 BPM. Ich denke, ihr solltet dann auch so in die Richtung gehen, dass ihr bei dieser BPM-Zahl bleibt. Wichtig ist natürlich Cue-Punkte setzen. Ich habe meinen ersten Beatschlag jetzt hier auf meinen zweiten Cue-Punkt gesetzt. Und dann lassen wir die Platte einfach mal abspielen und schauen, wie lange sie sich denn umdreht, bis wir wieder zurückziehen müssen, um den Anfang dann wieder zu erreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es waren jetzt 2,5 Umdrehungen. Halbe, 1,5, 2. Und so sind wir jetzt wieder beim Anfang. Am besten ist es, ihr übt das Zurückziehen, das sogenannte Backcueing. Das hat jetzt nichts direkt mit Backspinning zu tun. Backcueing heißt einfach, ihr zieht die Platte zurück an euren Start des Tracks, wo ihr verwenden wollt. So, ich führe es nochmal kurz vor. Das ist wichtig am Anfang, dass ihr das intensiv übt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 2,5. 2, 3, 7, 8. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade ein bisschen für mich selber mitgezählt. Ihr macht das am besten erstmal so, dass ihr einfach euch nur auf die Markierung konzentriert. Halbes Mal zurückgezogen, 1,5 Mal zurückgezogen, 2,5 Mal zurückgezogen. Und schon beginnt der Track wieder von vorne. So, ich habe jetzt gerade zum Rhythmus mitgenickt. Das könnt ihr dann später mal schon probieren. Da tut ihr euch auf jeden Fall leichter, weil ihr müsst das nachher abwechselnd machen. Und das müsst ihr sehr in euch verinnerlichen, weil das muss flüssig kommen. Dann habt ihr keine großen Probleme mehr mit dem Zurückziehen und wann setze ich ein. Und das ist das A und O. Glaubt mir, das ist sehr wichtig. Eine nächste Instanz wäre, dass ihr jetzt einfach den Track ablaufen lasst.
immer wieder probiert. Gleichmäßig zurückzuziehen an den Anfang, so wie es ich gerade mache. Natürlich nach dem achten Beatschlag. Dann, ihr kommt manchmal ein bisschen blöd mit den Fingern raus. Das ist, da habt ihr dann, wenn der Crossfader noch geschlossen ist, kurz Zeit, das händisch dann anzugleichen. Das hört man dann, wenn ihr später die Loopings nacheinander macht und der Crossfader dann bei der Platte drüben ist, die gerade zurückgezogen wird, also das, wo der Fader gerade geschlossen ist, dann habt ihr da noch auf jeden Fall viel Zeit. Jetzt hier an euer Sample so richtig Hand anzusetzen und das von Anfang an ablaufen zu lassen. Okay, das macht ihr jetzt genauso beim linken Turntable. Ja, gleiche Schematik wie am rechten Plattenspieler und genau, wichtig ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass es wirklich erstmal um das Zurückdrehen geht. Das muss jetzt bei den ersten Anfängen natürlich nicht gleich mordsmäßig im Rhythmus und Takt sein. Viel wichtiger ist, dass ihr immer zur gleichen Stelle dann zurückzieht. Merkt euch das. Also bei diesen Übungen, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, macht das bitte so, dass ihr erst zuerst darauf achtet, dass ihr wirklich an den Punkt rauskommt, wo ihr auch wollt. Das ist erstmal sehr wichtig. Eine weitere wichtige Übung ist, dass ihr jetzt mal immer mitzählt und dann auch mal probiert, bei der 9 dann wieder einzusetzen. Also die Platte läuft jetzt hier 8-mal ab, bla bla bla. Dann zieht ihr das zurück, während ihr 8-mal zählt und kommt dann bei der 9 wieder raus, indem ihr euren Track abspielt. Natürlich ist das so, dass ihr beim Zurückziehen den Crossfader auf die schließende Stellung bitte stellt. Da wir jetzt mal dieses Zurückziehen der Platte nicht mehr hören wollen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wie mache ich das jetzt mit zwei Platten? Nachdem ihr das jetzt geübt habt, müsst ihr euch darauf einlassen, dass ihr jetzt ein bisschen koordinieren müsst. Das heißt also, die Platte läuft jetzt hier. Ich konzentriere mich jetzt hier bei dieser auf den Einsatz. Das ist die nächste Anmerkung, was ich kurz machen will. Ihr könnt natürlich da auch Cue-Punkte dazu benutzen, ja, wie ihr gerade gesehen habt. Ich finde es aber für den Anfang finde ich es in Ordnung, ja, dass ihr Cue-Punkte benutzt und dass ihr einfach mal so den Einsatz übt, wann muss ich denn einsetzen. In dem Fall war das jetzt immer auf die 9.
Aber macht es nur für den Einsatz, jetzt erst einmal kurz nachdem ihr das geübt habt, was ich euch davor gezeigt habe. Und geht dann wirklich nur noch nach Platte zurückziehen. Denn irgendwann, wenn wir bei einem Einer-Loop sind, haben wir keine Zeit mehr, die Knöpfe zu betätigen. Wie ihr gerade schon gesehen habt, habe ich jetzt die Cue-Punkte dazu benutzt, um meine Platte back zu cueen an den Anfang hin, wo ich meinen Track abspielen will. Und da habe ich die Platte nicht zurückgezogen. Das ging mir jetzt überwiegend erstmal um den Einsatz. Und ihr müsst jetzt die Platte hier bei einem digitalen Vinylsystem nicht unbedingt zurückziehen. Ihr könnt jetzt auch, wie gerade eben schon gesehen, die Cue-Punkte verwenden. Jedoch ist es besser, ihr konzentriert euch auf beides, da bei normalen Vinyl es natürlich keine Cue-Punkte gibt, die ihr einfach so ansteuern könnt und abfeuern könnt und dann ist euer Sample da an der richtigen Stelle. Auch was wichtig noch zu sagen wäre, ist in diesem Fall 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hörte der Beat dann auf, wo ich verlassen will. Nun habe ich meine Platte nach vorne geschoben, meinen Cue-Punkt gedrückt, den Einsatz gewartet und losgelassen, wann der Einsatz fertig war. Also, ihr müsst jetzt nicht auch immer zwingend zurückziehen, sondern ihr könnt auch, wie gerade beschrieben, schon einfach die Platte kurz nach vorne schieben, wenn ihr das mit Cue-Punkten machen wollt. Geht also beides. Denkt daran, ich habe das jetzt im Normal-Mode vorgeführt und ich mache das persönlich auch im Normal-Mode, da ich mir das einfach so angewöhnt habe. Ihr könnt das natürlich auch im Hamster-Mode machen. Jetzt läuft eure Platte natürlich nicht, weil wir den Crossfader umgekehrt haben. Das heißt also, alles andere ist umgekehrt auch. Ja, das ist eine gewisse Gewöhnungssache. Das läuft halt dann genau in die andere Richtung, wie ich das jetzt erkläre, aber im Prinzip genau dasselbe. Spielt keine Rolle, das auch nicht anders einfach zu machen. Die Entscheidung überlasse ich euch dann. Okay, beginnen wir das mal, ja, langsam zusammen zu machen. Ihr fangt am besten mit der linken Platte an. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt auch mit der rechten anfangen. Ich zeige es jetzt einfach mal von der Seite aus. So. So, und jetzt ziehen wir aber dann die Platte zurück. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und. Okay, ja, ihr habt jetzt ja schon gesehen, ich zähle immer mit. Probiert das so in euer Gehirn einzubrennen, damit ihr das irgendwann mal wirklich aus dem Gefühl heraus könnt. Am Anfang ist aber wirklich wichtig, dass ihr immer mitzählt. Und auch noch eine kurze Anmerkung. Ihr habt gerade ja gesehen, dass ich oder gehört, dass ich nicht immer tausendprozentig jetzt wie beim Autoloop den Anfang erwischt habe. Das ist, ja, ich bin auch nur ein Mensch und da ist es nicht immer 100%ig, aber nahezu sehr, sehr gut und ausreichend, um den manuellen Loop so gut zu kreieren. Wir haben jetzt hier gerade mehr Umdrehungen gehabt, als wie beim simplen Zurückziehen jetzt mit einem Deck nur. Da ihr ja von Platte zu Platte wechselt und den Einsatz dann nicht verpassen dürft,
Und ja, das kostet natürlich ein bisschen Zeit, in der sich die Platte weiterdreht. Deswegen ist da ein bisschen mehr an der Umdrehung jetzt gewesen. Das waren jetzt circa dreimal. Das müsst ihr dann mit einberechnen, wenn ihr das abwechselnd loopt. Okay, gehen wir jetzt eine Stufe schneller. Und zwar loopen wir jetzt vier Beats. Selbes Prinzip wie gerade eben. Nur dass ihr halt zum Beispiel nur noch ein bisschen mehr als eine Umdrehung habt. Und daher auch ein bisschen leichter zum Zurückziehen. Gerade auch gesehen habe, dass ich, jetzt habe ich das, habe ich gerade mit Absicht gemacht, dass ich ein paar, wie soll ich das euch jetzt kurz sagen? Ich sag's mal am besten so, dass ich einfach ein bisschen anders die Platte zurückgezogen habe. Es gibt da mehrere Kreationen, also ihr müsst jetzt hier nicht strikt ganz verkrampft hier an der Sache sein und die Platte so zurückziehen. Also geht ruhig auch einfach da mal so hin oder macht vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Übt das vielleicht auch mal auf der trockenen Seite, damit ihr seht, mit was ihr da auch am besten klarkommt. Das als kurze Anmerkung zwischendurch. Aber jetzt gehen wir weiter zum 4-Beat Loop. Und da starten wir genauso wie beim 8-Beat Loop. Also ist im Prinzip dasselbe, nur dass wir das jetzt schneller machen. Ja. Ihr habt jetzt ja auch gerade gesehen, dass der Weg jetzt 1,5 Umdrehungen waren. Und das hat einfach damit was zu tun, weil jetzt das Handling an der Platte war anders einfach war, als wie einfach jetzt nur beim stupiden Zurückziehen direkt nach dem vierten Beatschlag. Müsst ihr auch noch einblenden und dann erst wieder zurückziehen. Das heißt, die Platte läuft jetzt da natürlich ein bisschen weiter. Ja. Also das bitte mit berücksichtigen. Machen wir es einfach nochmal mit Zählen. Denn Zählen ist das A und O bei der Sache. Dann kriegt ihr irgendwann ein richtig gutes Gefühl. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ich hoffe, ihr kommt einigermaßen damit klar, was ich euch gezeigt habe. Wenn es zu schnell geht, erstmal gucken. Wie komme ich damit zurecht? Langsamer ist mehr. Glaubt mir, ich habe auch sehr lange üben müssen. Ja, und sehr viel Zeit dafür investiert. Und ja, es hat aber sich für mich rentiert und gelohnt. Ja. Und ihr werdet damit auch Erfolg haben, wenn ihr das richtig angeht. Ihr müsst immer denken, ihr hebt euch damit auch ein Stück weit ab gegenüber euren Kollegen, weil das macht nicht jeder und das ist eine gewisse Kunstform, die nicht jeder kann und nicht jeder beherrscht und auch nicht jeder beherrschen will. Aber es ist definitiv ein sehr, sehr tolles, nices Goodie, ein richtig toller Pluspunkt. Jetzt machen wir einfach mal weiter mit dem 2-Beat-Loop. Alles im selben Prinzip wie die zwei der vorigen Sachen. Ich führe es jetzt einfach vor, weil es geht jetzt nur noch um Geschwindigkeit.
Jetzt haben wir hier zum Beispiel nämlich nur noch eine halbe Umdrehung. Ja. Berechne das immer mit ein, wenn ihr dann ja, die Platte wechselt. Was ich euch vorhin schon erklärt habe, dass die Platte einfach dann ein bisschen länger läuft. Dann habt ihr ja, circa ein bisschen mehr drin in der Umdrehung und berechnet das bitte ein. Also, start mal einfach. So, ich fange jetzt rechts an. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, natürlich kann euch das auch mal passieren, dass der Crossfader, wenn er sehr leichtgängig ist, dass er da mal nicht ganz schließt. Das ist ganz normal, das passiert den besten Leuten. Das ist auch nicht schlimm, wenn das vorkommt. Zum Glück ist das mir jetzt gerade passiert, dann können wir das gleich als gutes Beispiel damit reinnehmen. Macht euch da keine Sorgen und macht einfach weiter. Fehler gehören auch dazu, wir sind alles nur Menschen. So, jetzt sind wir beim Einbeat-Loop. Ist schon ziemlich schnell, geht auch noch auf einem halben Beat, aber wir belassen es jetzt erstmal bei einem Beat. Ihr seht schon. Ja. Geht ziemlich schnell mit den Umdrehungen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es nach Gefühl geht. Ja, das ist eine Sache von Übung. Fühl es einfach mal vor. Genau, ihr habt jetzt gerade gemerkt, wahrscheinlich auch, dass es nicht hundertprozentig war. Je schneller ihr werdet, desto schwieriger wird es natürlich auch. Und je mehr ihr übt, desto flüssiger wird das auch. Ich zeig's nochmal. Ja. Habe ich es ein bisschen länger gemacht, deswegen bin ich jetzt auch sauberer geworden. Heißt also üben, 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 dann kriegt ihr das hin. Bedenkt bitte wirklich dabei, dass jetzt bei so einer Geschwindigkeit sich nicht mehr rentiert, den Cue-Punkt zu drücken. Oder was heißt nicht rentiert, eigentlich total unsinnig ist, weil es einfach viel zu schnell ist, was ihr da an den Turntables macht. Und da könnt ihr jetzt nicht mehr rumdrücken. Probier's mal selber. Seht ihr, ich komme selber schon durcheinander. Im Prinzip würde das auch gehen, aber ich habe das selber nie so gelernt. Ich will es euch auch nicht so beibringen. Aber ja, es ist besser, ihr geht da wie bei einer ganz normalen Vinylplatte vor, sehr einfach bei dieser Geschwindigkeit ganz normal zurückzieht und euch nicht auf die Cue-Punkte einlasst und die irgendwie da verwenden wollt. Bis zur nächsten Sache. Jetzt sind wir am Ende der Lektion angekommen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt es dann auch bald mal so drauf, wie ich das gerade eben gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wie gesagt, und wir sehen uns.